Der UEFA Champions League zwischen Inter Mailand und den Bayern. Ein sehr interessantes Duell. Gleich geht's los. Die heutige Begegnung. Inter Mailand gegen den FC Bayern. Das schönste Stadion der Welt ist San Siro sicherlich nicht. Dazu hat es einfach zu viele Jahre auf dem Buckel. Buschi. Ja, und das trotz 7 Renovierungsphasen über die Jahre. Aber gut, das ist leider ein Bild, das derzeit viele italienische Arenen abgeben. Aber es tut sich was. Modernisierungspläne gibt es bei einigen Stadien, denn nur so könnte es irgendwann wieder ein großes Turnier in Italien geben. So will Inter Mailand heute also spielen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So gehen es die Bayern also heute an. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Icardi. Perisic. Joao Mario. Ball bei James. Coman. Der Ball geht auf Müller. Unglaublich. Was für... Er pfeift das Foul, Elfer für die Bayern. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Wir machen nichts aus diesem Elfmeter und das ist natürlich super. Antonio Candreva spielt ja bevorzugt im offensiven Mittelfeld, oder? Müller, klasse! Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Eckball. Ecke kommt von Kimmich. Da können Sie erst mal klären. Der Ball ist im Aus. Einwurf für die Bayern. Thiago jetzt. Coman. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Candreva jetzt am Ball. Das war Pech, das ist Abseits. Coman. Joao Mario. Ball jetzt abgefangen von Thiago. Kimmich, die Bayern über die Seite jetzt. Und jetzt gibt es eine Ecke. Der Ball kommt rein. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Vielleicht klappt es jetzt, es gibt eine weitere Ecke. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Goretzka. David Alaba am Ball. Coman,
Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Vecchino. Die Chance jetzt. Der Steilpass von Perisic. Inter über den Flügel, da ist Platz. Immer noch diese Szene. Sehr guter Einsatz. Gnabry. Rodriguez. Müller. Coman. Vielleicht die Führung jetzt. Ganz souverän hier vom Torhüter. Vecchino. Flanke jetzt. Coman. Gnabry. Gnabry. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Brozovic. Klasse Aktion. Ball ist weg. Coman. Er schießt. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Kimmich führt aus. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Kandreva. Vecchino. Spiel unterbrochen. Gibt Freistoß für die Münchner. Goretzka. Ball bei James. James Rodriguez gehört mit zu den torgefährlichsten Offensivspielern im Moment. Ja, der hat überragende Technik, der Kerl. Den kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Ecke kommt von Kimmich. Jetzt Mats Hummels. Mats Hummels ist natürlich einer der besten Abwehrspieler der Welt. Ja, ich glaube, den hätte jedes Top-Team gerne in seinen Reihen. Aber ist natürlich auch klar, er ist so etwas wie ein Garant für den Erfolg. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. So langsam wird es ernst. Ja, und so langsam wird der Kreis der Titelkandidaten immer kleiner. So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist so langsam die Runde. Da hast du fast nur noch Klassiker, legendäre Duelle. João Mario. Vecchino. Inter über den Flügel, da ist Platz. Die kurze Variante. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Und Müller. Thomas Müller ist auch ein extrem unangenehmer Gegenspieler. Der Kerl gibt keinen Ball verloren und überrascht immer wieder durch, ja. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Was meinst du bisher? Der zweite Durchgang kann losgehen. In diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Und wir schauen, wie beide Teams in diese zweiten 45 Minuten reinkommen. Und da ist der Ball wieder weg. James. Serge Gnabry. Gnabry. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Ritter. Da können Sie erstmal klären. Und jetzt der Einwurf für die Bayern. David Alaba jetzt. Flanke auf Müller. Ah, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Goretzka. Gnabry. James Rodriguez. Da zieht er ab. Tolle Parade. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Er passt auf und kann klären.
Goretzka. Goretzka! Alaba. Coman! Schwacher Abschluss, da hat er den Ball. Nicht voll erwischt. Joao Mario. Schönes Zuspiel. Da passt er auf und hat den Ball. Ball bei Hummels. Thiago. Müller. Toller Pass. Serge Gnabry. Da kommt die Hereingabe. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Klasse Aktion. Ball ist weg. Da haben die Bayern Platz. Der Ball geht auf Müller. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er wechselt gleich zweimal. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Guter Versuch. Coman. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Javi Martinez. Serge Gnabry. Lewandowski wäre ganz frei. Man spürt richtig, wie die aufatmen. Endlich das Tor. Ja, lange mussten sie warten. Die ganze Zeit angerannt, vergeblich. Und jetzt natürlich nach diesem Treffer Riesenjubel. Schauen wir nochmal drauf. Auf den Treffer vom FC Bayern. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Flanke kommt, da sehen wir es doch mal. Und dann ist Lewandowski da. Und dann macht er es wie so oft. Auf den ist einfach Verlass. Herrlich. Mit dem Kopf verwandelt. Jetzt liegen die Bayern vorne. Coman. Müller am Ball. Klasse Aktion, Lewandowski. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Inter über den Flügel, da ist Platz. Da ist die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Candreva führt aus. Er wehrt die Ecke ab. Guter Pass. Müller jetzt. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Perisic. Die Fans wollen den späten Ausgleich. Stehen nochmal wie ein Mann hinter dem Team. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Tolisso, Gnabry, Müller. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ball geht weit raus auf Alaba. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Brasnico. Die letzten 5 Minuten laufen noch. Liegen sie mit einem Tor vorne. Nun Candreva. Brozovic. Icardi. Bayern München mit dem Ballgewinn.